Deutsche Verben Almanca Fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almancada yine çok kullanılan fiillerden beantragen, ankreuzen, abgeben, ausfüllen, unterschreiben fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan altı zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde radyo, tv, kitap, makale vesairede de kullanılır. Perfect dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1 gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2 gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfect, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz beantragen. Dilekçeyle istemek, dilekçeyle talep etmek, başvurmak, başvuruda bulunmak anlamına geliyor. Present Ich beantrage Ben talep ediyorum. Ich beantrage Ich beantrage Präteritum Ich beantragte Ben talep ediyordum, talep ettim. Ich beantragte. Ich beantragte. Perfekt, ich habe beantragt. Ich habe beantragt. Ich habe beantragt. Tekjali Ich beantrage. Ich beantrage. Ich beantragte. Ich beantragte. Ich habe beantragt. Ich habe beantragt. Futurbir, ich werde beantragen. Ban Talib edeceğim. Ich werde beantragen. Ich werde beantragen. Futuriki, ich, werde beantragen. ich, werde beantragen. Futur iki, ich werde beantragt haben ban misch ich werde beantragt haben ich werde beantragt haben Plusquamperfekt perfekt ich hatte beantragt ban ich hatte beantragt ich hatte beantragt, beantragt. 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 tekrar edelim ich werde beantragen. Ich werde beantragen. Ich werde beantragt haben. Ich werde beantragt haben. Ich hatte beantragt. Ich hatte beantragt. Örne, ich beantrage einen neuen Personalausweis. Der alte wird bald ungültig sein. Ich beantrage einen neuen Personalausweis. Der alte wird bald ungültig sein. Ich beantrage einen neuen Personalausweis. Der alte wird bald ungültig sein. Diğer fiilimiz: ankreuzen. Bir form doldururken X'li işaretlemek, çarpı koymak anlamına geliyor. Ankreuzen ayrılabilir bir fiildir. Präsens: Ich kreuze an. Ben charpe Ich kreuze an. Ich kreuze an. Präteritum Ich kreuzte an. Ben charpe, kojurdum, charpe Ich kreuzte an. Ich kreuzte an. Perfekt Ich habe angekreuzt. Ben çarpı habe angekreuzt, ich habe angekreuzt. Ich kreuze an, ich kreuze an, ich kreuzte an, ich kreuzte an, ich habe angekreuzt, ich habe angekreuzt. Futurbir, Ich werde ankreuzen. Ban Ich werde ankreuzen. Ich werde ankreuzen. Futuriki, ich werde angekreuzt haben. Ban Ich werde angekreuzt haben. Ich werde angekreuzt haben. Ich werde angekreuzt haben perfekt, Ich hatte angekreuzt. Beim Charbekoimstum Ich hatte angekreuzt. Ich hatte angekreuzt. Dilim. Ich, ich werde ankreuzen. Ich werde ankreuzen. Ich werde angekreuzt haben. Ich werde angekreuzt haben. Ich hatte angekreuzt. Ich hatte angekreuzt. Örnek geçelim. Man muss die passenden Antworten im Fragebogen ankreuzen. Soru anketindeki uygun olan cevapları X ile işaretlemek gerekiyor. Tekrar edelim. Man muss die passenden Antworten im Fragebogen ankreuzen. Man muss die passenden Antworten im Fragebogen ankreuzen. Der Fiilimiz abgeben. Teslim etmek, vermek anlamına geliyor. Abgeben düzensiz ve ayrılabilir bir fiildir. Präsens ich gebe ab. Ban teslim ediyorum. Ich gebe ab. Ich gebe ab. Präteritum: Ich gab ab. Ban teslim, teslim ettim. Ich gab ab. Ich gab ab. Perfekt. Ich habe abgegeben. Ben ettim. ich habe abgegeben ich habe abgegeben texaridilim ich gebe ab ich gebe ab ich gab ab ich gab ab ich habe abgegeben ich habe abgegeben Futur bir Ich werde abgeben. Ben teslim edeceğim. Ich werde abgeben. Ich werde abgeben. Futur iki Ich werde abgegeben haben. Ben teslim etmiş olacağım. Ich werde abgegeben haben. Ich werde abgegeben haben. Werde abgegeben haben. Plusquamperfekt Ich hatte abgegeben wann ich hatte abgegeben ich hatte abgegeben ich werde abgeben ich werde abgeben ich werde abgegeben haben ich werde abgegeben haben ich hatte abgegeben ich hatte abgegeben örnek cümlemize geçelim können sie mir bitte sagen wo ich diese dokumente abgeben muss bana bu belgeleri nereye teslim etmem gerektiğini söyler misiniz lütfen tekrar edelim können Sie mir bitte sagen, wo ich diese Dokumente abgeben muss? Können Sie mir bitte sagen, wo ich diese Dokumente abgeben muss? Die Studenten haben ein Semester Zeit für die Abschlussarbeit. Danach müssen sie diese abgeben. Öğrencilerin tez için bir zamanları var. Bundan sonra teslim etmek zorundalar. Tekrar edelim. Die Studenten haben ein Semester Zeit für die Abschlussarbeit. Danach müssen sie diese abgeben. Die Studenten haben ein Semester Zeit für die Abschlussarbeit. Danach müssen sie diese abgeben. Diğer fiilimiz ausfüllen. Doldurmak, form doldurmak anlamına geliyor. Ausfüllen ayrılabilir bir fiildir. Präsens: Ich fülle aus. Ben dolduruyorum. Ich fülle aus. Ich fülle aus. Präteritum: Ich füllte aus. Ben dolduruyordum, doldurdum. Ich füllte aus ich füllte aus perfekt ich habe ausgefüllt ich habe ausgefüllt ich habe ausgefüllt tekrar ich fülle aus ich fülle aus ich füllte aus ich füllte aus ich Ich habe ausgefüllt. Ich habe ausgefüllt. Futur bir ich werde ausfüllen. Ben dolduracağım. Ich werde ausfüllen. Ich werde ausfüllen. Futur iki ich werde ausgefüllt haben. Ben doldurmuş olacağım. Ich werde ausgefüllt haben. Ich werde ausgefüllt haben. Plusquamperfekt: Ich hatte ausgefüllt. Bändolur Ich hatte ausgefüllt. Ich hatte ausgefüllt. Tekraridelim: Ich werde ausfüllen. Ich werde ausfüllen. Ich werde ausgefüllt haben. Ich werde ausgefüllt haben. Ich hatte ausgefüllt. Ich hatte ausgefüllt. Sie müssen für Ihre Bewerbung die Formulare vollständig und mit den richtigen Informationen ausfüllen. Ich uns, ich tamamen, bedohruf, gilale, Tekrar edelim. Sie müssen für Ihre Bewerbung die Formulare vollständig und mit den richtigen Informationen ausfüllen. Sie müssen für Ihre Bewerbung die Formulare vollständig und mit den richtigen Informationen ausfüllen. Diğer fiilimiz ''unterschreiben'' imzalamak anlamına geliyor. ''Unterschreiben'' düzensiz bir fiildir. ''Present'' ''Ich unterschreibe'' ''Ben imzalıyorum'' ''Ich unterschreibe'' ''Ich unterschreibe'' Präteritum ''Ich unterschrieb'' ''Ben imzalıyordum, imzaladım'' Ich unterschrieb ich unterschrieb Perfekt ich habe unterschrieben Ban <S Starting> in im <Interreding> ich habe unterschrieben ich habe unterschrieben <S in familien> ich unterschreibe ich unterschreibe ich unterschrieb ich unterschrieb ich habe unterschrieben ich habe unterschrieben futurbir ich werde unterschreiben ban im ich werde unterschreiben ich werde unterschreiben futuriki ich werde unterschrieben haben ban im olejum. ich werde unterschrieben haben ich werde unterschrieben haben Plusquamperfekt. ich hatte unterschrieben ban im ich hatte unterschrieben ich hatte unterschrieben techedelim ich werde unterschreiben ich werde unterschreiben, ich werde unterschrieben haben, ich werde unterschrieben haben, ich hatte unterschrieben, ich hatte unterschrieben. Sie werden morgen den Mietvertrag unterschreiben und danach gleich umziehen in Sie, Sie werden morgen den Mietvertrag unterschreiben und danach gleich umziehen Sie werden morgen den Mietvertrag unterschreiben und danach gleich umziehen beantragen, ankreuzen, abgeben, ausfüllen, unterschreiben fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.